Also, ich bin ein Fan von Kochen, ich lese mir alles oft durch oder andere Küchen interessiert alles, aber irgendwie da nicht einmal wieder, wie es wie mir gerade vorkommt im Moment. Also, ich bin sehr spontan und bei uns wird aber nach Gusto gekocht. Da habe ich jetzt eine Erdnuss rein da, dann habe ich da eine Sojasauce, dann kommt Honig, oder? Wir haben da von einem Stammgast, wir kriegen da aber Dattelpaste. Das ist ganz was Gewaltiges, das kennst du auch noch nicht, glaube ich. Das ist aus Datteln mit Kardamom. Also, ein Geschmack ist das ganz ein gewaltiger. Wir dann auch jetzt so in der Weihnachtszeit in Eierlikör, auch weil ein bisschen Kardamom rein, das gibt mir so einen. Ha? Wenn einmal Fragen sind, bitte fragen. Gell? Dann habe ich da ein bisschen Paprikapulver edelsüß. Und da ist ein bisschen ein geräucherter Paprika auch drin. Dann tun wir da ein bisschen schwarzen Pfeffer. Und das wird jetzt so eine Paste dann. Das muss nur leicht warm werden. Und in dieser Paste, man muss sich das vorstellen, es könnte jetzt auch da, wenn es in Singapur sagt, so ein Krabbenzeug, das schmeckt auch gut, aber da kann man es dann mit Schweinefilet machen. Also das mag ich ganz gern. Oder zum Beispiel ein Curry oder Paprika Espelette. Und da habe ich ein bisschen Fenchelbollen. Das schmeckt ganz gut. So, ohne es aufbringen. Aber ich bringe es jetzt nicht auf, ich sage es nur, das schmeckt sehr gut. Vielleicht kriegt es die Malis auch. Ja, die Malis, die ist der stärker. Und wie gesagt, ich habe jetzt keinen Honig rein da, aber ich gebe da jetzt ein bisschen von Granatapfel, das sind Sirup rein. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, das ist so eine würzige,